Wir haben heute zum Warnstreik aufgerufen in den Betrieben der Metallelektroindustrie, in den Bereichen Wickede Ruhe, Frönnberg, Holzwickede, Kam, Bergkam, Unna. Wir wollten damit unserer Tarifforderung von 5,5% Nachdruck verleiten, haben dementsprechend 2 Stunden zum Warnstreik aufgerufen, die Betriebe stehen und anschließend hier eine gemeinsame Kundgebung durchgeführt. Ja, die Metaller, die folgenden Aufrufen, in 24 Betrieben ruht die Arbeit. Und die meisten Kollegen haben sich beim guten Wetter hier eingefunden, um die Forderung, die berechtigte Forderung von 5,5% zu unterstützen. Wir fordern 5,5% mehr Geld für die nächsten 12 Monate, ohne alles. Einfach das Geld geben und fertig. Dann gehen wir nach Hause und gehen wir weiter arbeiten. Ja, es ist fair, weil wir in den letzten Jahren natürlich Tarifabschlüsse auch gemacht haben, die der Konjunktur geschuldet waren. Das heißt, wir haben ja mit dazu beigetragen, dass Deutschland so hervorragend durch die Krise gekommen ist. Wir haben tarifliche Abweichungen gemacht. Wir haben in den Betrieben dafür gesorgt, dass die Arbeitsplätze erhalten werden. Und jetzt ist eine reine Lohnrunde und Gehaltsrunde. Und da müssen einfach mal die Prozente kommen. Und 5,5%, finde ich, ist mehr wie angemessen. Insbesondere vor dem Aspekt, dass wir natürlich die Binnenlandkonjunktur hiermit auch stützen. Jeder, der mehr Geld in der Tasche hat, kann mehr ausgeben, hat Wohlstand. Das ist für jeden Einzelnen, aber auch für alle. Letztendlich, der Binnenmarkt muss dementsprechend angekurbelt werden. Nur wer Geld hat, kann Geld ausgeben und dementsprechend auch für die Wirtschaft ein gutes Zeichen. Also plus für uns, plus für alle. Nur gemeinsam sind wir stark. Das galt vor 100 Jahren, das gilt heute noch so. Und ich denke mal, wenn wir es schaffen, uns hinter eine Forderung zu stellen, dem Arbeitgeber zu sagen, wir machen einen guten Job, wir machen eine gute Arbeit, deswegen brauchen wir auch ein gutes Geld, damit unsere Familien davon ernährt werden und insbesondere wir auch dafür sorgen, dass nicht alle Kolleginnen und Kollegen in Zukunft in die Altersarmut fallen.